Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Wieder mit dabei die Susi. Moin. Wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, in der letzten Folge gesagt, wir wollten uns mal so ein paar von diesen Titanstangen besorgen, damit wir den Recycler oder wie das Ding heißt, bauen können. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil... Hilfe, hier wird geschossen. Damit wir... jetzt hat mich das Schießen aus dem Konzept gebracht. Es regnet wirklich heftig. Nochmal. Damit wir, wenn wir den Recycler haben, können wir dieses andere Ding bauen. Dieses Raumschiff. Weil wir dann unsere Titanplatten ja zerlegen können. So zumindest die Hoffnung. So, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz gucken. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Wir in der Zwischenzeit ein paar... Ich guck mal, was er da geschossen hat. Ja, genau. Oh, ich habe noch so viel hier in der Tasche. Satiumplatten, Titanplatten. Hier, die wollte ich eigentlich, die kleine... Kleine Solarzelle. So. So, setze ich einfach dahin. Dann ist es wieder... Pflanze kann nicht wachsen, weil die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Ach so? Pflanze kann nicht wachsen, weil die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Aha. Im Augenblick wahrscheinlich eher zu niedrig, ne, mit 11 Grad. Mhm. Aber wenn dann wieder die Sonne rauskommt, dann wächst das bestimmt alles. Kürbis und so weiter und so fort. Das sieht doch schon mal gut aus. So, wir hatten ja schon Gewehre in Auftrag gegeben. Multiwerkzeug T1, das versuchen wir doch auch zu verticken, oder? So viele, wie wir davon haben. Ja. Was haben wir? Flammenwerfer? So. Normale Pistolen, benutzt du die? Nee, ne? Nein. Nein. Die Schrotflinte, die hier ist, benutzt du die? Ich kann mir nicht mein ganzes Inventar vollballern mit irgendwelchen Waffen. Und dann ich frage nur, ob du sie nutzt. Ja, ich würde sie nehmen, ja. Aber ich habe, warte mal, was habe ich denn hier? Bohrer, Pulsgewehr, Scharfschützengewehr, Schrotflinte, ich habe eine. Gut, dann ist das nämlich meine alte, weil ich habe ja schon die T2. Ich habe eine, genau. Gut, dann kann das auch mit weg. So, dann haben wir hier jetzt insgesamt 6 Scharfschützengewehre. Da ich keins nutze, weil ich das Sturmgewehr T2 habe, kann meins mit weg. Und ich denke mal, du hast ja deins, ne? Ich habe meins, genau. Mhm. So, dann will ich mal noch mal kurz hier so ein bisschen Sachen rauspacken. Siliziumerz, Schotter... Satiumplatten. So, dann nehmen wir das mit. Ein Überlebens-Multi-Werkzeug haben wir, denke ich mal, brauchen wir nicht mehr. Ja. Können das auch weg. Gut. Eine Wasserstoffflasche. Eine Medizinstation. Die hatten wir ja irgendwann auch schon mal gebaut. Genau. Konstruktor groß.
Kobaltlegierung. Ups. Da haben wir noch mal ein paar Fenster. Ja, das ist alles erstmal nicht wirklich wichtig. Notsauerstoff, O2-Flasche, O2-Flasche klein. Zwei Pflanzbeete. Erstmal setze ich jetzt hier die Station. Die brauchen mich, glaube ich, ein bisschen mehr Platz, ne? Ja, die braucht viel mehr Platz. Was denn? Die diese Station hier. Hä? Wieso kann ich die hier nicht setzen? Du kannst den Block nicht auf Basen setzen. Okay, das ist eine für ein Schiff. Stimmt, die eine, die, ja, stimmt, die eine hatten wir fürs Schiff gebaut, oder ich habe die aus Versehen gebaut. Okay. Gut, nur kein Problem. Aha, gut, Können wir ich. ja demnächst recyceln, falls wir sie nicht brauchen. Wenn wir sie doch Weiß. brauchen, ja, dann ist das eben so. So, das dahin. Irgendwas hatte ich doch hier gerade noch gesehen. Was war denn das? Fenster, gehärtete Stahlblöcke. Okay. Die Pflanzbeete. Weil da waren ja auch noch zwei. Ich glaube, die fehlten da oben noch. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Hier tropft es übrigens durch. Ja, genau, weil die fehlen. So, die beiden Pflanzbeete haben wir. Habe ich jetzt irgendwie hier noch Saatgut dabei? Ich glaube, da hatten wir auch gar keins mehr. Ich habe auch nichts mehr auf Tasche. Nö, das müsste ja, wenn, dann hier irgendwo drin sein. Oh, da sind fünf Fleisch, die sollten wir vielleicht mal langsam umarbeiten. Naja, die habe ich gerade Ach mitgebracht. so, okay. Ja. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ja, gut. Die waren nämlich bei den Schnecken vorne. So, das ist alles in Arbeit. Das heißt, hier war jetzt nichts mehr, ne? Doch, da ist doch noch einer. Den hatte ich eben gar nicht gesehen. So war mir irgendwie auch, dass das nur noch einer war, der übrig war. Aber egal, wir finden ja unterwegs immer mal wieder was. Ja. Wo ist hier radioaktiv? Ach so. Ja, ich bin keine Ahnung. Nee, ach, der Nebel. Oh Der Mann, Nebel, ja. ich muss wieder rein. Wir wollten noch die Dusche bauen. Stimmt. Ui. So, hier ist alles fertig. Dann Ja. gucke ich noch mal hier rein. Nicht, dass ich die schon gebaut habe. Die Medizinstation. Mit einem blauen Punkt und einem blauer Punkt war, glaube ich, Schiff. Und deswegen konnten wir die nicht benutzen. Einen leichten Schutzanzug haben wir hier noch. Und ein normales Sturmgewehr. Du müsstest ja eigentlich das Sturmgewehr T1 haben.
Moment, ich habe das Sturmgewehr, das normale Sturmgewehr habe ich. Dann habe ich den Bohrer, ein Pulsgewehr, Du Scharfschützengewehr. hast aber das normale Sturmgewehr. Und das, ja, und das Multi-T2 habe ich. Gut. Gepanzerte Fenster haben wir auch. Nett. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier alles. Wir können aber nicht rausgehen, solange draußen der Nebel ist. Richtig. Wir haben Stuma-Rest, wir sind gefangen. Ja. Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Gar nichts. Besser ist das. So, du sagtest die Dusche, ne? Schlafkoje, zwei, Sofa, Sitzbank, Sitzbank, Esstisch, Tisch zwei. Autsch, Dusche zwei, Dusche, Toilette. Boah, das ist ja richtig mit Blitz, sag mal, klasse. Meine Körperradioaktivität ist auf Null gesunken. Warst du oben oder was? Ich war duschen. Hast du die hingestellt im zweiten, ja? Ah, im ersten hier. Gleich im ersten, ja genau. Genau. Da hinten in der Ecke. So, aber das mit dem Bett, das will mir immer noch nicht in den Kopf. Dass Ja. das nicht geht. Das kann eigentlich nicht sein. Das müsste eigentlich gehen. Ist denn das? Da ist es doch. Was suchst du denn? Mobiliar nennt sich das. Okay, nicht Bett. Na, da baue ich jetzt direkt mal zwei Stück von, denn da kann man ja einiges draus bauen. Hast du das Bett hier aufgenommen? Ja. Okay. Weil da draus habe ich die Dusche gebaut. Okay. Ja, ist so. Wenn es so geht. Mobiliar ist eins. Ich sehe leider nichts, was geschossen wird, weil das ist alles so grün. Da kann ich leider nichts gucken.
So, ich verstehe aber nicht, warum man das Bett nicht benutzen kann. Da wir ja nun mittlerweile ein paar Zuschauerkommentare hatten, können die uns vielleicht einen Tipp dazu geben. Denn komischerweise, die Dusche geht, aber das Bett nicht. Ah ja, und jetzt meinst du, jetzt kann man da besser drauf schlafen mit zwei? Nee, es geht nicht. Okay. Weil ich dachte, vielleicht müsste man das nehmen. Die sehen aber klasse aus, die Dinger. Besser ja, ne? Wie die anderen. Ja. Okay. So, jetzt haben wir 25 Grad. Jetzt gehe ich mal gucken, was die da oben sagen, unsere Pflanzen. Tote Pflanze! Strahlung zu hoch! Tote Pflanze! Kann nicht wachsen wegen Strahlung. Und was ist, wenn du da jetzt oben drauf ein Dach mal ein Glasdach machst, sag mal, dann kommt doch da auch der Nebel nicht ran. Ja, ich denke mal, das hätte ich machen sollen, weil alle Pflanzen sind tot. Na toll. Jetzt werden wir verhungern. Wir werden elendig verhungern. Ja, wir fahren ja gleich zum Dingen hin und und tauschen da, ne? Ja, die sind tot. Na toll. Ja, da musst du quasi noch eins höher machen und dann musst du das aus, wie heißt das? Ja, dann machen wir ein komplettes Glasdach draus, ne? So, ich bin sauber wieder. Strahlungsverbrennung in 17 Meter? Ich war doch duschen. Hallo? Du hast aber die Strahlungsverbrennung schon. Ach so. Die musst du heilen. Oh, mit was denn für eine Salbe? Mal gucken. Guck mal nach, ich weiß es nicht. Ja, ich mach das. Hautverbrennung. Mhm. Denke ich mal. Irgendwie sowas, ja. Was hatte ich gesagt? Glasdach. Großen, die Fenster L. Könnten wir ja eigentlich auch gleich die verstärkten. Denn Titanplatten haben wir ja. Nein, keine 100. So, da oben nehme ich verstärkte Fenster. Mal gucken, was das wird. Bau doch die ganze Etage aus Fenster, wenn das geht. Habe ich vor. Okay, auch mit Mauer und Dach, so meinte ich jetzt. Ja, ja, komplett. Ich baue jetzt erstmal 25 Fenster und gucke erstmal, was passiert. Okay. Das ist Fenster L, die wollte ich nicht. Ich wollte die verstärkten Fenster, genau. So, da sind schon die ersten 5 fertig. Die Ecken gehen nicht. Na gut, dann machst du die mit den anderen. Das ist ja kein Problem. Ja. Dann machst du die anders.
Und so. Leicht bewölkt, das heißt, dann ist doch jetzt der Nebel weg, oder? Ich muss duschen. Nö. Nö, der ist immer noch da. Körperradioaktivität Level sinkt. Ist jetzt noch bei 2,7. Ja, es sinkt jetzt auch. Ich bin jetzt zwar draußen. 2,2 jetzt, also das sinkt jetzt. 2,2 habe ich jetzt auch, ja. So, dann werde ich noch mal einen Happen essen. So, was habt ihr denn vorhin geschossen? Sag mal. So, sehr schön. Magentabletten, okay. Was können wir noch herstellen? Gut, hier hatte ich, glaube ich, alles. Oh, die sind fertig. So, die Fensterchen. Wind. Wollte ich gerade sagen, jetzt ist aber windig geworden, ne? Pfeift aber richtig. Ich habe noch 10 Minuten Strahlung, ja. Ich dachte, ich kann mal ein bisschen von dem Honig essen, aber das hilft mir auch nicht gegen die Verbrennung. So, da haben wir noch drei Stück von. Das heißt, ich muss. Gehärtete Stahlblöcke, 11 Stück.
werde ich erstmal nehmen und gucken, ob das so funktioniert, wie ich das vorhabe. Oh, das pfeift ja aber. Oh, das ist doch schon mal schön. Hast du das Solarpanel hingepackt? Das habe ich in der Tasche. Okay. Ach ja, wir hatten ja die Drohne. Stimmt ja. Dann brauche ich, glaube, den hier. Ja, der ist das. Ja, wenn ich das so mache, müsste das funktionieren. Okay. Ja, dann ist es nach außen hin eckig, aber nach innen hin ist es abgerundet. Oder eine andere Möglichkeit. Das ist von innen auch so ein bisschen. Nee, gibt's nicht. Okay, dann mache ich das so. Dann setze ich mal den ersten hier dran. So. Da müsste jetzt ja eigentlich das mit dem Fenster wieder passen. Oder setzen wir komplett außenrum Fenster. Das heißt, wir lassen die Ecken, machen wir runde Fenster. Naja, runde Fenster kannst du aber so schlecht verbinden. Nein, in dem Fall geht das ja. Okay. Ich würde das einfach mal probieren, indem ich jetzt, Moment, jetzt keinen Denkfehler machen, das brauche ich dafür. So. Und dann Fenster. Und das wäre dann... Nein, das ist es nicht. Eigentlich wäre das ja... Aber ich will mir die anderen mal angucken. Verbindung A. Ja, genau.
das. Und. So, das sieht klasse aus, ja. Auf jeden Fall. Das sieht schön aus. Und das. Aber auch wiederum berechnen, ob das den Angriff von den Das sind verstärkte Fenster. Gut. Also von daher müsste das eigentlich reichen. Boah, das sehe ich dann jetzt auch so. Okay. Was passiert da? Ich weiß nicht. Oh, ich gehe mal gucken. So, dann habe ich die schon mal wieder weg. So, und dann nochmal das, aber als dieses. So. Also von der Ecke über die Rundung, dann auf die Rundung nach oben. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, ne? Finde ich auch. Ah, da ist ein Schneckchen, das holen wir uns. Muss nur aufpassen, dass die mich nicht erschießen. Sind die Fenster? Habe ich jetzt schon tatsächlich 25 Fenster verbraucht? Wow. Fenster L. Na, dann gab es die nur in dem hier. Verstärkte Fenster L, genau. Was brauchst du denn dafür? Da brauchen wir Stahlplatten für, Glasplatten und Titanplatten. Davon haben wir ja ein paar gekriegt. 10, 20. Ja, machen wir mal 30 Stück von. Ich weiß gar nicht, warum die so viel schießen, wenn hier gar nichts ist. Hier liegt ja nichts, außer eine Schnecke. Ja, aber auf die ballern sie halt. Ja. So, 7 Fenster habe ich schon mal wieder. Ich drücke jedes Mal I, wenn ich ins Inventar will, anstatt Tab. Ja, ich bin das aus anderen Programmen halt so gewohnt. Ja, das ist okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt brauchen wir den. Was? Au? Ich habe kein Au. Du leidest unter einer Vergiftung. Ich habe gar nichts gegessen. Ich höre es, ja. Es hört sich nicht gut an. Ja, aber ich habe doch gar nichts gegessen. Ich habe was in, sag mal schnell, ins Dings gebracht, gepackt. Oh, was so, gegen Vergiftung hilft. Eine Vergiftungspille. Da hatten wir, glaube ich, eine von, ne? Eine einzige hatte ich davon, ja. Aber ich habe ja gar nichts gegessen. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig.
Jetzt gehe ich erstmal nach oben und gehe erstmal in den Erste-Hilfe-Kasten hier rein. So. Fensterchen. Das reicht natürlich immer noch nicht, aber immerhin. Oh, die Eule schmatzt. Oh, das ist ja der Tod für mich, ey. Okay. So. Irgendwas stimmt trotzdem noch nicht. Verlieren Gesundheit. Hä? Da muss ja irgendwas stehen. Strahlungsvergiftung, 7 Minuten noch, das habe ich noch. Aber ich habe keine Kondition, die ist auf Rot. Guck mal, da gibt es irgendwelche Adrenalin oder irgendwie was. Paralysiert. Erfrierung, Nekrose, was habe ich denn, was das weiß, was? Ich nun wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich guck mal nach. Kann ich mit der Drohne jetzt eigentlich hier auch, weil die ist ja schneller, als wenn ich laufe. Gesundheit, so, was habe ich denn? Nein, das geht nicht. Schade eigentlich. Ausdauer. Die Ausdauer ist bei mir... Aber umgekehrt müsste es gehen. Ich sage, Ausdauer kriegst du, glaube ich, mit Adrenalin in den Griff. Ja, aber das geht sehr weit. Meine Gesundheit ist im Allgemeinen sehr weit runter. Das hört sich nicht gut an. Kann ich dich untersuchen? Geh doch mal einfach in unsere Heilestation. War ich doch. Ich habe schon wieder eine Strahlungsverbrennung. Ich habe doch gar nichts gegessen. Strahlungsverbrennung kommt ja auch durch Strahlung, nicht durch Essen. Ja, aber ich habe jetzt eine zweite. Okay. Ich habe wieder eine Strahlungsverbrennung, die 17 Minuten geht. Dann hast du dir die eben da draußen irgendwo geholt. Aber das geht doch. Ich sag, war doch gar keine Radioaktivität. Das ist jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Okay. Darfst du mich nicht fragen? Habe ich keine Ahnung von. Ich auch nicht, aber... Ja, so mit dem, das kenne ich irgendwoher. Ja, ich verliere rapide an Gesundheit. Das weiß ich jetzt das auch. Das kannst du nur beseitigen, indem du da irgendwie reingehst. Da war ich jetzt zum dritten Mal drin. Ja, ja, aber solange drin oder immer wieder reingehst, solange bis das eigentliche Problem vom Tisch ist. Heute jetzt übernachten. Okay, die Gesundheit ist jetzt auf 500. Geht rapide runter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ja, stimmt. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt war ich duschen. Oh, da brauchen wir aber für die Rundung brauchen wir aber reichlich Fenster.
Wie bekommt man denn die Pflanzen aus dem Kasten raus? Also mit F nicht. Muss ich gleich mal gucken. Kann ich dir so aus dem Stegreif jetzt auch nicht sagen. Okay. Weil die hätte ich sonst weggeschmissen, weißt Ich weiß nicht, ob wir die eventuell recyceln können oder so. So sieht das doch schon mal nicht schlecht aus, ne, wenn wir das so machen. Ja, das sieht klasse aus. Und dann musst du dazwischendurch einfach mal das Solarpanel mit einbauen, wenn das geht. Das setze ich da oben einfach wieder hin, weil das Okay. können wir ja auch ruhig unter das Dach setzen. Weil Dach ist Glas ist durchlässig, ne? Eigentlich. Wenn die nicht ständig hoch und runter fliegen muss, nehme ich jetzt nämlich einfach die Drohne, fliege mit der Drohne hoch. Ja, klar. Hat Da hinten Schnecke erwischt. kann es leider nicht holen. Werde gleich sterben. Okay, dann hole ich das mal eben. 66, 62, 58. So, jetzt bin ich Töterchen. Du bist durch Verstrahlung gestorben. Verstehe ich nicht. Kriege ich nicht gebacken, warum ich gestorben bin. Du hättest wahrscheinlich noch mal duschen müssen, ein paar Mal. Ich hab alles gemacht. Denn ich habe vorhin bestimmt 10 Mal geduscht. Ich kann nicht auf meiner. Achso. Spawn ich jetzt hier. Jetzt bin ich hier. Aber ich verstehe, ich habe nicht, ich habe geduscht, ich war ein paar Mal in der Kammer drinne. Es hat nichts gebracht. Dann war es vielleicht zu heftig. Ja, genau. Ich habe mittlerweile Strahlung 0. So, ich habe Lebensmittel. Was gegessen, dass ich sagen kann, das kommt, weil ich mich vergiftet habe, aber ich habe ja auch das Zeug nur eingesammelt. Hab den Honig noch geholt. Und jetzt kann ich wieder gehen. Jetzt, ich habe einen, klar, ich habe einen Honig vorhin gegessen. Ja, da passiert aber nichts. Eigentlich nein. So, jetzt bin ich wieder genesen. Okay. Ja, wo hast denn das Ding abgeschossen? Ach, da hinten. So. Wie weit ist er jetzt hier?
Ist ja auch gemein, was ich mache. Lockt die aus dem Wasser? Ach Mensch, wieso renne ich denn hoch? So. Wo blubbert das hier? Ich will mal kurz gucken, ob das im Wasser nachgespawnt ist. Das Zeug da, was wir so dringend brauchen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Nee, halt umgekehrt runter, runter, runter. Oder meintest du mich gar nicht? Doch. Ich sagte gerade, ich will mal gucken Es gehen. fängt an zu regnen. Ich gehe mal schnell unter das Dach. Na toll, das fängt hier und das regnet selbst unter Wasser. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.